Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, Dudes und Dudin, hier zu einer, ja, zu einem neuen Video. Und zwar Ultimate Team heute mal. Und ja, ich habe die letzte Woche ziemlich viel Squad Battles gespielt. Und hier steht, deine Squad Battle Belohnung können abgerufen werden. Und ja, da bin ich mal ganz gespannt, was wir da Cooles kriegen. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von den Squad Battles sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und was ihr gerne mal machen könnt, ist mir mal schreiben, macht ihr eigentlich diese Squad Battles? Wenn ja, wie läuft es bei euch? Wir können mal hier nachgucken, wie es bei mir gelaufen ist. Platz 40. Wow. Okay, das war mal gar nicht so schlecht. 65.000 Coins gibt es da für mich. Zwei Megasets und ein Jumbo seltenes Spielerset. Und wir haben ein neues Team von Lacazette. Aber warum ist er denn nicht dabei? Das ist ja interessant. Lacazette hat keinen eigenen Pro oder was? Und sich selbst auch nicht da drin. Das finde ich interessant. Okay, also das wird jetzt hier präsentiert von Lacazette. Ganz nice. Er sagt, ja, Ter Stegen im Tor, dann Umtiti, Varane und Ramos, dann Modric, Ronaldo, Iniesta, Messi, Ronaldo, Henri und der gute Griezmann. Ja, das Team werde ich demnächst mal wohl klar machen. Und ich denke mal, wir können uns mal direkt im Shop unsere Sets angucken. Es sollten drei Sets sein. Wieso stehen hier nur zwei? Ich habe mich gerade gewundert, da standen nur zwei. Wir haben also zweimal diese Mega-Sets und Jumbo seltene Spieler-Set. Top-Spieler in dem Set vereint 24 Spieler, alle Gold, alle selten. Super nice. Und ja, dann machen wir mal das erste Pack auf. Und Leute, ihr habt es sicherlich vermisst. Ja, hier ist es. Meine Pack-Luck-Brille. Die setze ich natürlich auf, diese Pack-Luck-Brille. Die hatte ich früher schon einmal. Falls ihr es erkennt, die ist von McDonald's. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Falls ihr die Geschichte kennt dazu, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Weil ich habe die mal erwähnt im Livestream damals, wie das Ganze passiert ist, dass ich mir hier diese Pack-Luck-Brille geholt habe, beziehungsweise wie es genau passiert ist. Das war eigentlich schon ganz witzig. Ich denke mal, wir fangen mal an mit dem Megaset. Ich mache mich mal aus, damit man die Megasets so einzeln sieht. Falls da irgendwas Cooles oder so bei sein sollte, damit meine blöde Fresse da nicht stört. Aber vielleicht auch nicht verkehrt, falls da was richtig Cooles ist und ich dabei reagieren muss, ne? Reagieren wir mal auf das erste Pack, das erste Megaset am Start. Ich bin gespannt. Okay. Okay. Ha, Silva. Mit der 84. Ich meine, ist schon in Ordnung. Besser als eine 83 auf jeden Fall. Aber noch kein richtiger Walkout. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Mal sehen, was wir hier sonst haben. Wir haben Lukas, wir haben Pizzi, Mbemba, ja, okay. Dann hier noch ganz viele von diesen tollen Sachen. Und João Mario, der dürfte auch ein bisschen noch wert sein. So 3K oder so. Ja, ich packe den mal auch auf die Transferliste. Und den Rest gucken wir jetzt nochmal ganz kurz an. Was ist denn hier der gute Silver wert? Preisvergleich, ich spare mich reich mit Preisvergleich. Ja, so auch knapp 3K, ne? Ist jetzt nicht unbedingt spektakulär. Wie sieht es bei dir aus, Lukas? Eigentlich ja auch kein schlechter Spieler. Oh, 4K? Ja, 4K etwa. Okay, ja, ist jetzt kein so mega krasses Pack, aber völlig in Ordnung. Nehmen wir alles mit, Oberkörper weg damit. Also, Pack Nummer 1, super. Dann mal das zweite Pack, mal hier mit der Nase. Und, come on, bitte, 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 in Form. In Form. Ah, Chaka, nee, wer ist das denn? Zuber, den hatte ich schon, den Zuber. Okay, haben wir dann irgendwas Besseres noch im Pack eventuell? Wir haben noch einen zweiten in Form, Murphy. Ach was, zwei Infos in einem Pack. Natürlich nicht die krassesten Spieler. Wir können die beiden wahrscheinlich direkt abstoßen. Naja, nicht ganz, aber ich glaube, Zuber hatte ich schon. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, den habe ich sogar verkauft. Oder vielleicht sogar abgestoßen. Ja, weiß man nicht. Hier auch, Murphy geht auch für Abstoßpreis. Dann haben wir Pereira. Und die Brille tut ganz schön weh auf der Nase. Und King. Ist King was wert? Nee, ne?
Nee, okay, schade. Aber zwei Informs in einem Pack? Ey, Leute, super mega nice. Da kann man sich schon freuen. Also, ist nicht verkehrt. Und wir haben noch zusätzlich Damian, Torres und so weiter. Die packe ich auch alle mal auf die... Warte mal, kann ich das so machen? Auf die Transferliste packen. Okay. Und als letztes 100k-Set. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte 100k-Set. Bitte sei so gut. Nosepack. 100k. Augen zu. 100k. Augen zu. Ist es gut? Robin! Jawohl! Iron Robin ist am Start! Wie cool ist das denn? Damit habe ich nicht gerechnet. Sauber. Also ich habe noch keinen so einen Walkout gehabt. Bester Spieler EU West bei mir im Team. Iron Robin mit am Start. Da kann noch richtig was Gutes drunter sein in dem 100k-Set. Oh, super nice. Super nice. Warte mal. Da muss man eigentlich hier schon mal so ein bisschen ausmachen. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Mal sehen, was wir hier noch drin haben. Come on, come on, come on. Gaetan, okay. Fernandinho, okay. Klein, Jo, Costil, Aurier, Zaha. Alles gar nicht mal so mega. Oh! Dembele! Dembele, GG! Das gibt richtig Kohle nochmal. Oh! Wahnsinn! Über 80k nochmal für Dembele. Dembele ist mit am Stüssel. Dalbert auch. Zack, auf die Transferliste. Sansone ist, glaube ich, nicht so gut. Aber Dembele und Robben in einem Pack. Super cool. Ja, Sansone nicht besonders. Dalbert, ist der was wert? Der könnte durchaus was wert sein, aber ich glaube jetzt auch nicht ganz so krass. Ja, 1k nur. Dafür, dass er eigentlich relativ schnell ist. Mit Brasilien auch echt gut linkt. Keine Ahnung. Paulinho, vermutlich mal auch nichts wert. Oh, ja, okay. Den ganzen anderen Rest hier nicht so wild, aber Robben am Start. Meier mit am Stissel. Ja, Robben, da will ich mal gerade gucken, was kriegen wir denn für Iron Robben, wenn wir den verkaufen wollen würden. Wow, 150k, mega nice. Also, das hat sich doch mal gelohnt. Das ist doch mal richtig mega fett Packluck. Ich sag's euch, Freunde, super, das freut mich. Ja, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Checkt auch gerne meine Partner aus. Dazu Link in der Videobeschreibung. Mega, mega cool. Und falls ihr nochmal mein Team sehen wollt, da können wir mal direkt drauf gehen. Mein Team, mit dem ich aktuell spiele, ist mein Durma-Tab. Wir haben da einen Tab auf links. Wir haben Dumbia im Sturm und Martins auf der rechten Seite. Dann haben wir dort João Mario, Gilavogui, Tolisso. Wir haben Schmelzer, Bartra, Miranda, Cancelo und Reyna. Und hier auch nochmal mein Sigurdsson. Der hat sich ja verbessert inzwischen. Der hat ja irgendwie durch, was ist das, Hero oder was, hier ein Upgrade bekommen. Und wenn wir mal ganz kurz gucken, hat er ein bisschen an Wert zugelegt. 80k, 76, okay. Der war schon ein bisschen schlechter. Ich glaube, der war bei 40 oder 30k inzwischen nur. Aber eigentlich auch nicht verkehrt. Super nice. Also, der ist nicht verkehrt. Ich hoffe, der verbessert sich nochmal ein bisschen im Tempo. Kriegt noch 1, 2, 3 Informs. Aber mit Everton wird es wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Drückt mir da die Daumen. Patricio habe ich auch gezogen. Also, ist schon nicht so schlecht. Ne? Mit dem Team kann man auf jeden Fall arbeiten. Und vorne ist sweaty as hell. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich denke mir gerade so, hey, 9 Minuten, da können wir auch noch mal ein bisschen auf 10 Minuten strecken. Dann gucken wir mal ganz kurz in meinen Verein, ob ich da etwas Besonderes sonst noch habe. Ja genau, den Zubert, den hatten wir eben gerade gezogen, Murphy und Kosemans. Bester Spieler Iron Robin bei mir jetzt. Ich überlege, ob ich da irgendwie noch ein schönes Team drum bauen kann, um den Iron Robin. Weil inzwischen habe ich ja schon ein bisschen mehr aus der Bundesliga und natürlich auch, was ja auch mega, mega nice und mega viel Kohle bringt. Lass mich mal ganz kurz luschern auf dem Transfermarkt. Ja, Valencia ist weg. Der Dembele, ne? Da können wir uns auch richtig gut was von leisten. 92, 86. Ich guck mal ganz kurz, was der wert ist. Er hat Maximalpreis Range 100k. Gucken wir mal ganz kurz.
Ousmane Dembélé, gehen wir mal rein. 80k, gibt's da was? Nein, also über 80k ist der Wert. Ah ja, okay, unter 85. 83, ja, auch das. 82, 81. Ja, super. Ich bin am Überlegen, ob ich den vielleicht erstmal noch ein bisschen behalte. Ich habe den ja als untradable bekommen. Deswegen war der ein Duplikat. Ich habe den untradable aus den zwei Spielersets. Und da kriegt man ja richtig gute Sachen. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da schon was richtig Cooles draus gezogen habt. Aber ich denke mal, mit 81k sollte das völlig in Ordnung gehen. Das heißt, ich packe den mal hier rauf für 81. Und dann hoffen wir mal, dass wir den verkaufen. Das wäre auch mal wieder richtig schön. Was ich auch inzwischen mal gezogen hatte, Gabriel Jesus. Der war auch in einem meiner Packs drin. Und ja, ist halt auch nicht verkehrt, ne? Damit würde ich mal sagen, haben wir auch genug gestreckt. Ich guck mal hier meine Kandidatenliste. Ich versuche so ein paar Spieler zu traden. Also ganz, ganz wenig Gewinn halt bei denen nur. Ist halt nicht so wirklich effektiv. Aber muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen. Also bisher bin ich noch nicht so ganz drin bei dem Traden. Aber darum soll es auch jetzt gar nicht gehen. Ihr könnt mir gerne Vorschläge machen, was ich hier noch verbessern kann. Oder vielleicht ja sogar um Iron Robben herum. Vielleicht versuchen Iron Robben da irgendwie mit reinzubringen oder sowas. Weil ich habe ja da zum guten Teil eben Bundesliga drin. Vielleicht könnte man da auch noch Robben reinbringen, obwohl ich halt Martins auch super feiere. Aber da bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, das wäre sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. 100k, Augen zu. Ist es gut? Robben! Jawohl! Iron Robben ist am Start! Wie cool ist das denn?